Hier ist doch bestimmt der dicke Boss dran. Achso, hier geht's hoch. Mit Aufzug. Na, Wahnsinn. So, mein Freund, ich will noch eine Belohnung von dir haben. Was ist denn das hier? Das sind mal viele Truhen. Untergebener. Wir haben bereits auf dich gewartet. Du hast bei der Suche nach schon gute Arbeit geleistet. Wir wollen dir auch danken. Als ich Paps über alles über dich erzählt habe, war er sehr erstaunt. Stimmt's, Paps? Der Boss ist sehr von dir beeindruckt. Ja. Wir wollen dir alles in diesem Körben als Belohnung geben. Du kannst dich unten im Gasthaus ausruhen und die heiße Quelle hinter dem Gasthaus ist super zu entspannen. Ja, das ist saugeil. Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Das heißt, wir können uns in aller Ruhe diesen Truhen hier widmen. Wow. Okay, hier gibt's... Ach so, Steilfrostsackel. Und richtig Asche gibt's hier. Das ist sehr, sehr gut. Also, Gegenstände, die wir verkaufen können. Exorzismus S. Wow. Heiliger Knochen S. Sehr schön. Lieblingssnack. Ja, erhalten Korallenfragment. Brockmas Krallen stammt aus dem Drachenpalast. Die drei nehmen wir auch noch mit. Stahlforstsacke. Nee, Reiseglücksbringer. Holzbär. Glasperlen. Sehr gut. Alles eine Menge wert. Und hier haben wir noch ein bisschen Stahlseelensake. Ist gut für Verteidigung. Alright. Jo, damit haben wir auch die Sasa-Zuflucht soweit erledigt. Ich denke, hier müssen wir erstmal nicht zurück. Ich glaube, später dann doch irgendwann nochmal, aber erstmal nicht. Belohnung haben wir alle erhalten. Oder soll ich nochmal mit den Dienern reden, um das komplett fertig zu machen? Ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein Auftrag. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Ich soll mal mit all diesen Scheiß-Dienern reden. Komm, machen wir das noch und dann ist gut. Machen sollen. So, Truhen sind alle offen. Ihr habt eh nichts mehr zu sagen. Wir haben überall nach Schuld gesucht, konnten es nicht finden, bla bla bla. Ich bin schon was Tolles, Meister Gammler. Boss akzeptiert, ganz schön Glück. Und das ist alles nur dieses übliche Doom. Warum, du Kleine? Ja, es ist alles nur das übliche bla bla bla, wenn man in einem Spiel etwas geschafft hat. So. Dann nichts wie raus hier. Und wir widmen uns unserem nächsten Ziel. Nächstes Ziel! Das da wäre... Ja, welches ist das denn? Da muss ich nämlich gerade wieder überlegen. Uns fehlt noch ein Hund. Wo finden wir den Hund? Es kann nur Ume sein. Es kann einfach nur Ume sein. Der letzte Hund. Und wir haben jetzt eine neue Technik erlernt. Mit der sollte es dann auch möglich sein... weiterzukommen. Das heißt, wir begeben uns jetzt schnellen Schrittes in die Sasa-Zuflucht. In den Agatha-Wald. Juhu. Und ich könnte dabei natürlich überlegen, guck mal hier, bei den Zungenschneider sieht es auf einmal sehr viel freundlicher aus. Ich könnte mir natürlich überlegen, ob ich dazu nicht die tolle heiße Quelle benutze. Das wäre doch mal was. Beziehungsweise diese Meerjungfrauenquelle, was rede ich denn da? Wollen ja korrekt bleiben. Wir haben ja jetzt diese... Na, komm schon. Hoch hier. Junge. Diese Katzenstatuen können wir immer noch nicht benutzen. Mittlerweile weiß ich auch, wann man das kann. Es dauert noch ein ganzes Weilchen, bis wir das können. Aber wir springen jetzt endlich in diese Quelle hier und ich zeige euch mal, wie man eine Meerjungfrauenmünze benutzt. Juhu. Wir haben... TS. Wir benutzen sie und teleportieren uns. Nachdem wir diese schöne Sequenz gesehen haben, in den Agatha-Wald. Ja, in den Agatha-Wald, genau. Nicht zu rein da. Und wo kommen wir da aus? Bitte, bitte direkt an der Hiroshi- oder Hiroshio-Quelle, oder wie das Ding heißt. Oder Hiroishi-Quelle, keine Ahnung. Da will ich aber hin, weil da ist nämlich Gushi und die will Wasser haben. Wir sind in der Tat da. Wie gut ist das denn? Hallo, Gushi, ich kann dir helfen. Aber lass vorher erstmal Tag machen. Ich mag's ja, ich arbeite lieber bei Tag. Danke. Hallo.
Wie dumm von mir. Ja, genau, du sagst immer noch nichts Neues. Ja, wie kriegen wir jetzt dieses blöde Quellwasser da rein? Wie gesagt, wir benutzen die neue Wasserstrahltechnik, Pinseltechnik. Wupp. Und füllen den. Das ist seltsam. Wie ist das Wasser von alleine ins Fass gekommen? Es ist nicht von alleine da reingekommen. Das war ich. Du naives Kind. So, wir füllen das jetzt noch ein bisschen. Ist das jetzt schon komplett voll? Oder? Komm, machen wir nur einmal. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ist voll. Ja, wie wunderbar. Das Fass ist bereits voller Quellwasser. Das wird genügen für den heiligen Sarg, für das Fest. Exzellent. Jetzt müssen wir es nur noch zurück ins Dorf bringen. Das nach Hause tragen? Aber das muss eine Tonne wiegen. Naja. Aber. Achso, oh. Wer bist du denn? Aus dem Weg, Kushi! Ich glaube, ich muss dich verteidigen. Wer zur Arbeit als von dem Kerl? Boah, bist du naiv, ey. Mann. Entschuldigung, ich werde mir schnell aus dem Weg nehmen. Huh? What was that? Achso, ich dachte, da oben steht jetzt Amaterasu und Knurrt. Susanoo spricht. Zurück, du Bestie! Ich spaziere hier so durch die Gegend. Und sieh an, was ich erfinde. Oh, du bist es. Susanoo? Ja, komm, helfen wir ihm mal in einem Kampf. Dem Meister des Holzschwertes. Noch einen Schritt weiter zu der Dame und es wird dein letzter sein. Ja. Was machen die Viecher denn hier? Der große Susanoo Nachfahre des Helden Nagi verbietet es. Fürchte dich nicht, meine schöne Kushi. Susanoo ist hier, um dich zu retten. Sehr geil. Sehr geil gemacht. Oh oh, das sieht aber schlecht aus. Ja, ich werde mein Schwert im Namen der Liebe schwingen. Susanoo Style, Schwert der Leidenschaft. Los geht's. Ach ja, zack. Meine. Ach so. Kushi. Zack, in. Ruhe. Was? Hä? Susanoo, pass auf! Oh! Oh ja! Du hast keine Chance! Sabam! Hey, du hast es geschafft, Alter. Das war beeindruckend. Du sahst ja erst ein bisschen ängstlich aus. Aber dann hast du es ihnen vor der Dame aber gezeigt. Halt's Maul, es ist so ein Susanoo. Danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche wilden Monster hier treffen würde. Bist du verletzt? Susanoo? Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Seltsame Dinge passieren die ganze Zeit. Erst dieser Felsen in Kamiki, dann der Kampf mit dem Bären und jetzt das. Mein Schwert ist mit einer seltsamen Macht erfüllt. Wieso? Hast du doch super schön geschnitzt, das Ding. Hör meine Worte, oh Geist, der du mein Schwert bewohnst. Ich lasse mich nicht kontrollieren wie eine Marionette. Bei den Göttern. Ich werde deine schändlichen Pläne durchkreuzen. Oh je, was haben wir nun mit dem armen Susanoo gemacht? Ekelerregend, Wolfspucke, pfui. Der wunderbare Isun fühlt sich angegriffen. Warum musste ich
Aha. Wo ist Susano? Wo ist er denn schon wieder? Hingerannt. Er ist gegangen. Ohne ein Wort zu sagen. Was hat er sich nur gedacht? Ich meine, er hat doch den Kampf gewonnen. Jetzt wäre es an der Zeit, das Herz der Damen zu erobern. Zumindest hätte er ihnen helfen können, um das Fass zu tragen. Es ist okay. Ich glaube, er muss andere Dinge erledigen. Es gibt keinen Grund, ihn damit zu belästigen. Ich bin sicher, ich schaffe das auch alleine. Na klar schaffst du das. Wer kommt denn jetzt? Das hat sich nach diesem Kokari-Jungen angehört. Ach so, dieser Schrei. Steckt ihr schon wieder in Schwierigkeiten? Oh, Junge. Wir sollten ihn mal nach. Wir sollten mal nachsehen gehen, Ami. Okay, dann sollten. Ja, okay. Ich wollte gerade hinlaufen zu der. Ach so, ja, wir können uns jetzt wieder bewegen. Wow, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Ja, das bedeutet. Ich weiß, was das bedeutet. Ja, dir helfen wir später. Ich muss mich erstmal um den Jungen kümmern. Ich denke mal, er wird wieder da hinten sein, wo er auch geangelt hat. Hoffe ich mal. Ich gehe da nämlich jetzt hin. Ich gehe da nämlich jetzt hin. Wo auch immer das war. Nein, kein Gegner. Jetzt nicht, bitte. Kein Bock. Irgendwo hier muss das doch gewesen sein. Also irgendwie tut mir Susano ja jetzt leid. Am Anfang haben wir noch so ein bisschen Selbstvertrauen eingehaucht, aber jetzt ändert sich das irgendwie und geht eher so in Richtung Selbstzweifel. Irgendwie ahnt er, dass er irgendwas, dass da was mit seinem Schwert halt nicht stimmt und tut mir leid, der arme Susano. Der wollte doch eigentlich nur in Ruhe da liegen und seinen Sake trinken und wir machen ihn einfach zu einem Helden, den er gar nicht ist. Naja. Grund. Wow. Sieht so aus, als hältst du da einen großen Junge. Bei all dem Lärm, den du dabei machst, dachte ich schon, es wäre ein Monster. Wow. Alter, was ist denn das? Oh. Oh, habt ihr das gesehen? Ume. Verdammt. Ich glaube, ich spinne. Verflucht sollst du sein, Mondfisch. Ich werde dich fangen. Für das, was du Uma angetan hast, wirst du bezahlen. Oh je, wir haben wieder eine schwierige Angelaufgabe zu lösen. Hallo Junge, woher ist denn dieser gewaltige Riesenfisch gekommen? Und war das nicht Uma in seinem Maul? Das war der legendäre Mondfisch. Man sagt, er hätte die Reflexion des Mondes auf der Oberfläche des Wassers verschluckt. Also lebt er wirklich hier in diesem düsteren Gewässer? Nun, er wird dafür bezahlen, dass er den guten alten Uma gefressen hat. Meine Güte, dieser Hund wird oft verschluckt. Kann das sein? Ich habe keine Angelstuhl mehr übrig, aber ich werde das Dämonfisch jetzt fangen. Das wird ein Kampf, um Ume zu rächen. Hey, Ami. Das wird ja sich immer interessanter hier. Der Mondfisch, oder wie auch immer er heißt, wäre ein ganz schöner Fang. Lasst uns hier bleiben und schauen, ob wir ihm helfen können, den Fisch zu fangen. Klar, machen wir das. Mondfisch fangen. Natürlich. Genau, das wollte ich hören. Alles klar. Komm, mach dich bereit, Alter. Schwing die Angel, Junge. Schwing die Angel. Okay, die Grundlagen hast du verstanden, oder? Mal einfach... Ja, klar, Mann. Haben wir doch alles schon mal gemacht hier. Und jetzt, wie war das? Von der Angel zum Fisch oder umgekehrt? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo sind denn nur diese so kleine Fische? Wo ist denn der Mondfisch? Muss jetzt wieder mit kleinen Fischen anfangen hier. Ja, ich habe einen hat angebissen. Ja. So, immer in die entgegengesetzte Schwimmrichtung. Dann wird das schon was und immer schon im grünen Bereich bleiben. So, nee, Moment, der ist aber flink, der Fisch. Eine andere Richtung. Hallo? So. So, das war's mit dir. Was bist du? Ein Killifisch? Killifisch! Yay. Sieht aus wie eine Sardine. So, da hinten schwimmen schon etwas größere Exemplare rum. Nehmen wir doch mal so einen hier. Einer hat angebissen. Ja, ja. Komm, schnell, 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 schnell. Und, X. Scheiße, falsche Taste, aber... Ah, hat gereicht. Eine Grundel. Sehr schön. Wen haben wir denn da? Ist er das schon?